Große, treue Kulleraugen, eine warme, feuchte Nase und samtig weiches Fell. Das ist Rita. Rita ist ein Kuscheltier und nur eines von vielen auf einem Bauernhof in Lahve. Das sogenannte Kuhkuscheln ist eine Idee von Bauer Voss und mittlerweile die größte Attraktion für seine Feriengäste. Das Kuscheln auf seinem Hof begann 2007 nach einer Futterumstellung. Wir haben das so gemerkt vor 4 Jahren, als wir mit der Hämopathie angefangen haben und die Futterumstellung gemacht haben, dass die Kühe deutlich ruhiger geworden sind und ankommen bei einem und wollen auch gestreichelt und betreut werden. Und dann haben wir gesehen, dass die Leute sich da auch, die Gäste sich dafür interessieren. Ja, und dann haben wir gedacht, dann haben wir noch einen Beitrag in der Fachzeitung gelesen und dann haben wir gedacht, das können wir doch auch machen. Der Kontakt zu den Tieren soll wahre Glückshormone auslösen. Besonders die Wärme soll gut tun. Ja, die Kuh hat erstmal diese, hat sie 2 Grad mehr Körpertemperatur wie wir. So wie wir 37 haben, hat sie ja kurz vor 39 Grad. Das ist erstmal die Wärme. Dann die Augen, die strahlen ja auch was aus. Und dann dieses genüssliche Wiederkauen, das strahlt irgendwie Ruhe aus. Eine Ruhe, die sich auf den ganzen Hof ausstrahlt und die nun auch die Feriengäste spüren möchten. Doch bevor es losgeht, erklärt Bauer Voss das richtige Stallverhalten. Da ist das Gleiche. Kühe mögen das auch ein bisschen ruhiger. Also das Laute, das mögen sie gar nicht. Wenn man sich mal die Ohren angucken tut, wie groß die sind und wie groß unsere Ohren sind. Und zum Hören reicht das eigentlich. Und die haben ganz anderen Empfang da. Also die sind auf laut mögen sie gar nicht, also das können sie auch nicht ab. Familie Gehrig ist extra aus Berlin angereist und versucht als erstes ihr Glück. Vater und Sohn waren noch nie Kuhkuscheln und erwarten Unterschiedliches. Oh, ich finde das mal ganz spannend. Also ich denke mal, so große Tiere, ich konnte mir das vorher noch nicht so vorstellen, dass damit auch gekuschelt werden kann und nicht nur Milch und Fleisch rauskommt. Ja. Dann klappert eine Kuh einen ab. Todesmutig gehen sie in den Kuhstall. Luca zu den kleinen Kälbern und der Vater zu den großen Kühen. Der findet gleich einen Draht zu Kuh Rita, die ihn zum Knutschen findet. Oh, nicht küssen. Bitte. Ich mache alles mit, aber nicht küssen. Luca hat derweil wenig Erfolg bei den Kälbern. Kühe sind eigentlich Fluchttiere und wollen nichts von dem kleinen Kuschler wissen. Er ist wohl einfach zu hektisch. Hätte er doch statt zu träumen nur auf Bauer Voss gehört, als er warnte. Und hektische Bewegungen sollte man natürlich auch ein bisschen vermeiden, ne? Nach langem Suchen findet Luca dann doch noch sein Kuscheltier. Was sein Erlebnis im Kuhstall angeht, ist er geteilter Meinung. War nicht so toll, dass die Kühe weggegangen sind. Und eines fand Luca besonders gut. Dass die Kuh hier liegen geblieben ist. Das gefällt auch den anderen Kindern. Sie können gar nicht genug kriegen von dem liegenden Kalb. Bei dem Thema, wie sich die Kälber anfühlen, sind sich alle einig. Weich. Weich. Dass sie weich ist. Und es ab und zu so eine harten Stellen dazwischen sind. Und auch bei den Großen kommt das Kuscheln mit dem Warmblütler gut an. Die am Anfang vielleicht doch vorhandene Aufgeregtheit, die spüren sie dann überhaupt nicht mehr. Und ja, borstig etwas, nicht so wie bei einem Schwein und ganz warm, ja, ist schon was. Vor allen Dingen, sage ich mal, für einen Städter, der sonst nicht damit in Berührung kommt, ist das sicherlich eine sehr interessante Erfahrung. Ja, kuschelig eigentlich. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so ruhig bleiben und man wirklich... Ja, kuscheln, also dass so dicht rankommen kann und die strahlen ja doch ein bisschen, wenn sie dann so liegen, doch eine ganze Menge Ruhe aus, die man so erst nicht gedacht hätte. Also, ja. Ein Tag Kuhkuscheln auf dem Bauernhof Voss kostet 25 Euro. Umsonst ist das Familienkuscheln. Das setzt bestimmt auch jede Menge Glückshormone frei.